Hilfe, dann muss. Doch was muss, das muss und irgendwann ist ja mal schlimm. Ich möchte lieber surfen, geh mit meiner Maus bei mir zu Hause in meine Welt durchs Internet. Ach, Leute, keine Panik, ich check die Lage wie der Captain der Titanic, alles wird gut. Also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kings von morgen. Ich wollte dich fragen, ob wir Dennis nicht adoptieren könnten. Wie bitte? Stopp! Dennis kann hierbleiben. Die Eltern aus unserer Klasse legen alle zusammen und sponsern das Schulgeld für Dennis in diesem Jahr. Und wenn das den Herren oder deinem Vormund immer noch nicht genügt, dann ziehst du eben für immer zu uns. Also wer verliert, jätet das Unkraut im Schulgarten. Schloss Einsteinhardt gewonnen! Was ist in dem Eimer? Unser Unkrautvertilgungsmittel. Ja, seid ihr denn wahnsinnig geworden? Das dauert Jahre, bis die Kameraden mit dem Unkraut hier fertig sind. Hier steht gar nicht drauf, dass die Gewinner einer CD bei uns mitsingen müssen. Natürlich steht das da. Kannst du nicht lesen? Alle Gewinner verpflichten sich beim Einstimmchor mitzumachen. Hey, das ist ja richtig raffiniert. Jeder mitmacht, kriegt sein Lied auf CD. Vielleicht ist dies der Augenblick, in dem ein neuer Star geboren wird. Also, wer fängt an? Wenn sich von dem keiner traut, dann mach ich's. Was ist denn jetzt eigentlich mit meiner CD? Hast du etwa das Kleingedruckte auf dem Plakat nicht gelesen? Alle Gewinner verpflichten sich beim Einsteinchor mitzumachen. Also an mir soll es nicht scheitern. Also du solltest lieber noch mal in der Badewanne singen, also. Mit geschlossener Tür natürlich. Sehr witzig. Also Leute, so schlecht fand ich Otto überhaupt nicht. Okay, okay. Es gibt Schlimmeres. Wenn sich keiner von unseren Jungs traut, dann bin ich ja dafür, dass Otto... Und wie wär's mit Ihnen, Herr Haller? Stimmt, Josch hat recht. Sie haben doch so eine faszinierende Stimme. Dem kann ich mich nur anschließen. Ich fühle mich hochgeehrt und bin dankbar für das Vertrauen, das ihr bzw. Sie in mich setzen. Aber ich kann das Angebot leider nicht annehmen. Oh. Warum denn nicht? Weil ich fürchte, dass ich euren hohen Anforderungen nicht ganz gerecht werde. Aber vielleicht solltet ihr noch mal über den Vorschlag von Anna nachdenken. Sag mal, Otto, kannst du auch eigentlich noch andere Lieder singen? Klar doch, kein Problem. Schauen Sie mal, verehrte Kollegin, meine neueste Errungenschaft. Ja, sehr schön. Aber Sie verstehen sicher, dass ich Ihre Begeisterung nur bedingt teilen kann. Wieso? Seit wann haben Sie denn was gegen Geschichtskarten? Seitdem Sie was gegen Oszilloskope haben. Ach, daher weht der Wind. Ja, daher weht der Wind. Ich bin sauer. Ach, verehrte Kollegin, ich habe Ihnen doch schon mehrfach erklärt, dass das von Ihnen gewünschte Gerät zu einem, wie es so schön heißt, Vorzugspreis von 1.668,72 € im Augenblick leider unsere Möglichkeiten übersteigt. Lieber Kollege, das sehe ich ein bisschen anders. Aha, wie denn? Haben Sie schon mal was von Overhead-Projektoren gehört? Was heißt denn das? Das soll heißen, dass Sie damit Ihre Geschichtskarten auch so an die Wand werfen könnten. Wissen Sie was? Das von Ihnen gewünschte Gerät hätte schon längst angeschafft werden können, wenn es Ihnen endlich gelänge, Ihre Kosten für Ihr Chemielabor in den Griff zu bekommen. Also, das ist doch wohl... Wissen Sie was? Wenn Sie so ein Spartalent sind, dann übernehmen Sie doch meinen Unterricht. Bitte sehr. Aber, das klingt ja beinahe so, als hätten Sie beide ein Problem miteinander. Das klingt nicht nur so, das ist auch so. Ja, da komme ich ja gerade richtig. Kommen Sie, Frau Gallwitz. Ich hätte da nämlich ein interessantes Angebot für Sie. An Dr. Wolfert und für mich? Ja, es geht um Streitschlichtung durch Mediation. Mhm. Darf ich mal sehen? Ich würde gern so ein Seminar bei uns auf Schloss Einstein durchführen lassen. Was halten Sie davon? Na, wenn's nichts kostet. Also, mich sehen Sie da nicht. Und was ist mit Ihnen, lieber? Ach, wissen Sie, ich glaube, das passt wohl besser zu Frau Kunze. Mhm. Meinen Sie? Na gut. Strumming my pain with his fingers. Singing my life with his words. Killing me softly with his song. Killing me softly with his song. Telling my whole life with his words. Killing me softly with his
Dafür, dass ihr zum ersten Mal zusammen gesungen habt, fand ich das großartig. Und vor allem mutig. Also das hier muss ich mir nicht länger anhören. Ich mir auch nicht. Hey, Romeo. Hallo, Romeo. Du willst doch wohl nicht etwa bei diesen Hupfdullen mitmachen. Was meinst du damit? Na, weil du die ganze Zeit so hinguckst. Stimmt doch gar nicht. Was ist jetzt eigentlich mit mir? Otto, du bist unser Gast da. Ach ja, da hätten wir aber noch ein Wörtchen mitzureden. Schließlich war das unsere Idee. Richtig, es war eure Idee. Und jetzt ist es meine. Sag mal, spinnst du jetzt völlig? Also. Wieso? Ohne Jungs habt ihr bei dem Wettbewerb doch eh keine Chance. Und schließlich hat Anna Otto verpflichtet. Oder wart ihr das? Ich fass es jetzt wirklich nicht. Sorry, Ladies, aber ihr seid selbstverständlich zur ersten Probe eingeladen. Verstehe. Und dabei haben Sie sofort an mich gedacht. Naja, nicht sofort, aber ich glaube, dass Sie ganz genau die Richtige dafür sind. Entschuldigung, ich störe ja nur ungern, ja, dann aber... Ja, tun Sie es doch nicht. Augenblick, lieber, ich bin mit Frau Kunze gleich fertig, ja? Vielleicht haben Sie ja schon mal während der Ausbildung sowas gemacht. Gemacht nicht, aber ich habe das eine oder andere über Streitschlichtung gelesen. Ja. Also, wenn ich Sie richtig verstehe, würde Sie das interessieren? Doch, ja, schon. Schön, dass Sie einverstanden sind. Die Details finden Sie in der Einladung. Herr Fabian, was gibt's denn so Dringendes? Es geht um die goldene Hochzeit meiner Tante. Sie brauchen einen zusätzlichen Urlaubstag. Aber für Tanten gibt's grundsätzlich keinen zusätzlichen Urlaubstag. Ja, das ist aber meine Lieblingspatentante. Auch für die goldene Hochzeit von Lieblingspatentanten sind zusätzliche Urlaubstage nicht vorgesehen. Das finde ich aber jetzt echt nicht gut. Ja, ob Sie das echt gut oder echt nicht gut finden. Zusätzliche Urlaubstage gibt es generell nur bei allernächsten Verwandten. Vielleicht sollten Sie bald auch an diesem Konfliktabbauseminar teilnehmen. Na ja, Sie bringen mich da auf eine glänzende Idee, Herr Fabian. Was wäre denn, wenn Sie Frau Kunze begleiten würden? Ich? Ja, dann hätten wir nämlich auf diese Weise gleich noch die Mindestanforderung an erwachsenen Teilnehmern erfüllt. Ja, schön für uns. Und was ist mit meiner Tante? Ich schenke sie ihrer Tante zur goldenen Hochzeit. Dafür gehen Sie aber mit zu diesem Seminar. Wie bitte? Schön, dass Sie einverstanden sind. Ich darf mal? Bitte schön. Noch eins, Herr Fabian. Sorgen Sie doch bitte dafür, dass zwei unserer Schüler gleichfalls diesen Kurs besuchen, ja? Ihre Trier zerstört? Ich finde das nirgends. Eritrea? Was willst du denn damit? Na, die Zerstörung von Eritrea war doch der Anfang der Perserkriege. Du lernst Perserkriege? Was soll denn sonst dran kommen? Ich tippe auf Kleisthenes. Demokratie, Verfassung, das volle Programm? Nee, Wolf hat für Jahreszahlen. Erzähl keinen Unsinn, Wölfchen will immer die Hintergründe. Also ich tippe auf Troja. Nie und nimmer. Sehe ich auch nicht. Ich wäre mir da nicht so sicher. Dir kann das doch ganz egal sein, du weißt doch sowieso alles. Man müsste irgendwie rauskriegen, was wirklich drankommt. Ja, fragt sich nur, wie? Wie wär's, wenn ich mich unauffällig ins Lehrerzimmer schleichen würde und nur so tue, als wenn ich die Blumen gießen will? Vergiss es, Wolferts Fach schweigt wie das Grab von Tutfrench Mammon. Erstens heißt das Tutench Amun und zweitens hast du recht. Wenn das Thema irgendwo liegt, dann bei ihm zu Hause im Panzerschrank. Hm. Typisch Anna. Immer muss sie alles an sich reißen. Da muss ich dir recht geben. Wenn man ihr den kleinen Finger gibt, klaut sie einem gleich den ganzen Arm. Da kennt sie keine Gnade. Ich sag ja nur killing me softly. Was meinst du eigentlich dazu, Emily? Guck doch mal, Anna hat doch irgendwie auch gar nicht so Unrecht. Ohne Jungs sind wir total aufgeschmissen. Stimmt ja, aber ich lass mich trotzdem nicht von Anna mit Otto zum Obst machen. Wer hatte denn die Idee mit der CD als Belohnung? Falls du es schon vergessen hast, das warst du selber. Ich? Du spinnst ja. Oder vielleicht war es auch Emily? Wisst ihr, was ich total bescheuert an euch finde? Dass ihr nur nicht mitmacht, weil Otto dabei ist. Das stimmt doch gar nicht. Doch, das stimmt. Sag mal, wenn du so scharf auf Otto bist, dann geh doch mit ihm und Anna Händchen halten. Wisst ihr was? Ihr werdet lachen. Aber genau das werde ich tun. Los, ihr faulen Hunde, raus aus euren Kabinen! Morgen, die Herrschaften! Morgen! Könntet ihr uns einige Sekunden eurer werten Aufmerksamkeit schenken? Wer von euch hat schon mal was von Mediation gehört? Gibt's das beim Griechen? Danke, Max, du warst auch schon mal komischer.
Also ein Mediator ist jemand, der sich speziell damit beschäftigt, einen Streit zu schlichten. Also ein Richter? Nicht ganz, eher sowas wie ein Schiedsrichter. Und warum erzählt ihr uns das alles? Weil es demnächst auf Schloss Einstein ein Seminar dazu geben wird. Und Herr Fabian und ich werden daran teilnehmen. Tja, und Herr Dr. Stolberg möchte, dass sich auch zwei Schüler beteiligen. Also, Freiwillige vor. Na dann, viel Spaß. Wieso? Das wäre doch genau das Richtige für dich. Nee, lass mal gut sein. Ich habe genug zu tun mit meinem Job als Schulsprecher. Oh. Um Gottes Willen, nicht alle auf einmal. Also, wer will noch mal, wer hat noch nicht? Max, was ist denn mit dir? Ich bin für sowas absolut ungeeignet. Frag doch mal Josh. Nee, ich bin dafür viel zu aufbrausend. Okay, wenn ihr freiwillig nicht wollt, dann machen wir es eben anders. Das hier ist die Wahlurne. Die stelle ich nachher in die Schülerbar und ihr werft bitte alle euren Vorschlag hinein. Und damit kein Unsinn passiert, übernehmen Max und Hendrik die Wahlleitung. Ich darf doch euer Einverständnis voraussetzen, ne? Danke. Na dann auch guten Appetit. Ach so, und die öffentliche Auszählung, die findet dann um 18 Uhr hier in der Mensa statt. Strum in my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his song. Lass dich nicht stören. Früh übt sich, wer ein Vorknabe werden will. Falls du glaubst, dass ich bei Anna und Otto mitmachen will, irrst du. Und warum singst du das Lied die ganze Zeit? Weil ich es irgendwie stark finde. Nur das Lied? Was denn sonst? Na, zum Beispiel... Anna! Hau ab, du Geier! Lass dich nicht stören. Ich wollte nur fragen, ob du heute Nachmittag mitkommst. Josh und ich, wir fahren die große Runde. So, das war's für heute. Und vergesst nicht den Geschichtstest, den wir morgen schreiben. Herr Dr. Wolfert, können Sie uns nicht wenigstens einen klitzekleinen Tipp geben? Aber ihr wisst doch, dass es schon ein großes Entgegenkommen von mir ist, dass ich den Test überhaupt ankündige. Aber müssen Sie nicht. Ihr Entgegenkommen wissen wir natürlich sehr zu schätzen. Danke, Charlotte, dass du das genauso siehst. Also, worauf wartet ihr noch? Aber Sie waren doch vorher sicher auch dankbar, wenn Ihr Lehrer das Thema verraten hat. Früher gab es so etwas nicht. Unsere Lehrer haben ihre Absichten niemals verraten. Aber sie sind doch ganz anders, viel moderner. Naja, danke für die Blumen. Also, ich an eurer Stelle würde mir heute Nachmittag noch mal die Handelswege Athens und die Schlacht bei Marathon vornehmen. Und vor allen Dingen die Hintergründe. Hab ich's doch geahnt. Aber wir haben doch über die Schlacht beim Marathon gar nicht geredet. Ah, natürlich haben wir das. Entschuldigung, Herr Dr. Wolfert, aber ich kann mich daran auch nicht mehr erinnern. Ich auch nicht. Also, ich bin nicht bereit, diese Diskussion auf diesem Niveau weiterzuführen. Sollen wir uns die Schlacht beim Marathon nun ansehen oder nicht? Ja, das ist doch eure Sache. Ich bin euch mit meinem kleinen Tipp entgegengekommen. Wenn ich aber das Gefühl habe, dass ihr euch das Thema lieber selber aussuchen wollt, dann muss ich mir die ganze Sache noch mal überlegen. Aber wir wollen uns das Thema doch gar nicht selber aussuchen. Also Schluss jetzt. Was drankommt, entscheide ausschließlich ich. Los, jetzt raus mit euch. Ey, willst du dir Wurzeln schlagen oder was? Wie lange brauchst du Weltmeister denn noch? Ey, pump mal ein bisschen schneller. Oder sollen wir dich erst dopen? Hallo, wir reden mit dir. Falls du die Ventilkappe suchst, die ist in deinem Mund. Wenn ihr es wirklich so eilig habt, dann fahrt das schon mal vor. Ich bin sowieso schneller als ihr. Hey, ist das nicht unser Otto? Den hätte ich ja fast nicht wiedererkannt. Da hat sich die Mama aber schön angezogen. Oder habt ihr eine Schönheitsform geerbt? Darf man fragen, wer die glückliche ist? Man darf. Man kriegt nur keine Antwort. Dir ist sicher bewusst, dass das, was du jetzt vorhast, ziemlich gefährlich ist? Wieso denn gefährlich? Wir kennen welche, die haben ein Date mit Anna nicht überlebt. Ihr seid doch nur neidisch, ihr Spinne. Bist du neidisch? Na klar, Anna war schon immer der Albtraum einer schlaflosen Nächte. Hey, lass Anna aus dem Spiel. Die kann doch nichts dafür, dass der Typ sich so aufführt. Hat dir deine Mami auch ein frisches Taschentuch eingesteckt? Wieso? Brauchst du eins?
Na, willst du noch eine Partie? Nee, lass mal gut sein. Kleine Pause. Ja, verstehe. Du musst dich von deiner 7. Niederlage in Folge erstmal erholen, ne? Wollen wir nicht schon mal reingucken? Du weißt genau, das ist gegen die Wahlordnung. Noch nie was von der Hochrechnung gehört? Du meinst Wählernachfrage? Ja, dann können wir den Gewinner schon mal vorwarnen. Na, ihr Wein, wie läuft's? Viel zu tun? Ach, ich hätt's nicht mehr. Es waren schon fast alle da. Ja, aber um 18 Uhr ist Deadline. So lange müsst ihr schon noch warten. Hallo, ich würde gerne meine Stimme abgeben. Ihre Stimme? Sehr wohl, die Dame. Wenn Sie sich bitte sitzen würden. Ja. Wie heißen Sie? Wie bitte? Wie du heißt. Ist das hier die versteckte Kamera oder was? Nein, aber wir brauchen einen Namen, weil keiner zweimal werden darf. Aber ihr wisst doch genau, wie ich heiße. Kennst du die Dame? Leider nein. Okay, okay, Jungs. Mein Name ist Thekla Singer und ich möchte jetzt gerne meinen Konfliktlotsen wählen. Ich sehe schon, ihr kommt bestens klar. Klasse. Achte. Können Sie sich auch irgendwie ausweisen? Nein. Was? Sie gehen zu einer Wahl und können sich nicht ausweisen? Hört mal zu. Noch eine eurer dämlichen Bemerkungen und ich bin weg. Okay, okay. Dann machen wir mal eine kleine Ausnahme. Finde ich echt in Ordnung von dir, dass du dich umentschieden hast. Kommen Anclair und Manuela eigentlich auch noch? Nee, ganz sicher nicht. Die sind total sauer auf dich. Hm, ihre Entscheidung. Da bin ich. Was ist denn los? Lacht ihr etwa über mich? Nee, überhaupt nicht. Was denn darauf? Emily hat mir nur gerade total komischen Witz erzählt. Und, wie geht der? Wie der ging. Ja, wie geht denn der? Ich glaube, den kann ich normal erzählen, du. Dann erzähl du ihn doch. Du, ich, das ist Emilys Witz. Kann es sein, dass es diesen Witz gar nicht gibt? Natürlich gibt es diesen Witz. Ich weiß nur nicht gerade, wie der geht. Ist doch besser so, sonst lache ich mich noch tot. Dann geh doch raus. Nein, warte, ich hab ihn. Aber du musst mir versprechen, dass du auch wirklich lachst. Ja, versprochen. Okay, also pass auf. Ein Mann geht bei Rot über die Straße, da kommt der Polizist vorbei und fragte, wie heißen Sie denn? Schmolenski, sagte der Mann. Der Polizist glaubte ihm nicht und verlangte seinen Ausweis. Da steht aber eh was drin, sagte der Polizist verblüfft. Ja, aber mein Name wird Schmolenski ausgesprochen. Der Polizist ließ sich den Namen buchstabieren. Ach mein Gott, ist doch ganz einfach. E-W-E-R-S. Schmolenski eben. Doch, doch, ganz komisch. Ich dachte schon, ihr lacht über mich. Also, Otto, über dich lachen. Du, das würden wir niemals, niemals tun. Du bist doch unser Gaster. Ach, ich hör auf, das kann sich doch kein Schwein merken. Wieso denn nicht? Wo ist denn das Problem? Da ist nicht nur ein Problem, du Streber, da sind gleich Tausende. Wann war zum Beispiel der erste Punische Krieg? 264 bis 241 vor unserer Zeitrechnung. Stimmt, und der zweite? 218 bis 201. Und wie merkst du dir sowas? Das ist doch ganz einfach. Der erste Punische Krieg dauerte von 264 bis 241, also genau 23 Jahre. Ja und? Genau 23 Jahre später beginnt der nächste, 218 bis 201. Irre, der Trick. Wenn du Wolfert nicht so angemacht hättest, nachdem uns das Thema verraten hat, hätten wir jetzt nicht so einen Stress. Ich habe Wolfert angemacht? Sag bloß, du hast schon mal von dieser Schlacht beim Marathon gehört. Hört doch mal auf. Schade, dass wir uns das Thema nicht selbst aussuchen dürfen. Hey, warum eigentlich nicht? Kann das sein, dass du Wölfchen irgendwie falsch verstanden hast? Aber nicht doch. Wer sagt denn eigentlich, dass wir das Thema nehmen müssen, das er in die Tafel schreiben lässt? Worüber willst du denn sonst schreiben? Na, darüber, wo wir uns am besten auskennen. Das kannst du vergessen. Thema verfehlt gibt bei Wolfert sofort eine 6. Vielleicht nicht, wenn alle das Thema verfehlen. Augenblick, Augenblick. Wir nehmen nicht das Thema von Wolfert, sondern... Hey, die nimmer stark, das machen wir. Moment, euch ist klar, dass das nur klappt, wenn alle mitmachen. Geht's dir nicht gut, oder was? Doch, doch, warum fragst du? Ja, weil du dich die ganze Zeit schon so hängen lässt. Also, so wie du heute fährst, da ist meine Oma mit einem Dreirad schneller. Wenn ihr ein Rennen haben wollt, müsst ihr es nur sagen. Okay, wer erst da vorne am Baum ist. Also, auf die Plätze, fertig, los. Hey! Hey, Romeo, hier geht's lang. Wir haben gesagt, die große Runde. Du hast da was verloren. Also, irgendwas
ist mit unserem Oberzauberer im Augenblick kaputt. Er ist im Ausnahmezustand. Stimmt, der läuft seit Tagen nicht mehr rund. Komm, wir gucken mal, was er verloren hat. Da steckt bestimmt eine Braut dahinter. Wetten? Abgelehnt. Wie abgelehnt? Behalte dich nicht gegen. Die Wette hast du schon gewonnen. Oh, verdammt. Kann ich den Zug nochmal zurücknehmen? Nix da. Du kennst die Regeln. Berührt heißt geführt und losgelassen ist gesetzt. Schach. Wo kann ich meine Stimme reintun? Du störst. Ach, Quatsch, du störst überhaupt nicht. Schön, dass du noch gekommen bist. Hier, bitte. Danke. Müsst ihr mich nicht irgendwo auf der Liste abhaken? Ach nein, Frederik. Wir kennen dich doch. Verdammte Scheiße. Schachmatt. Revanche. Aber erst muss ich noch mal kurz aufs Klo. Was heißt kurz? Kurz heißt, dass ich gleich wiederkomme. Und wer garantiert mir, dass du auch wieder zurückkommst? Hast du Angst, dass ich dich mit der Kaffeekanne alleine lasse? Bei dir weiß man ja nie. Wir können es ja auch so machen, dass du mich aufs Klo begleitest und wir nehmen die Wahl ohne einfach mit. Nee, also wir machen das anders. Also wir bauen hier noch mal alles auf und wenn du in 10 Minuten nicht wieder zurück bist, hast du verloren. Okay. Am besten gehen wir das Ganze noch mal durch. Erstens, was immer Wölfchen an die Tafel schreiben lässt, wir nehmen unser Thema. Zweitens, nach der Stunde wischen wir Wolferts Überschrift weg und schreiben unsere. Aber das merkt er doch. Mann, bist du blöd. Das schreibt doch derselbe, der Wolferts Überschrift angemalt hat. Drittens, zu keinem ein Sterbenswörtchen. Und welches Thema nehmen wir nun? Mir ganz egal. Hauptsache, wir entscheiden uns bald. Dann kann ich anfangen zu lernen. Wie wär's denn mit der Schlacht beim Marathon? Die ganzen Hintergründe und so. Aber das hatten wir doch noch nicht. Herr Professor Dr. Wölfchen. Nee, im Ernst. Ich bin für den Trojanischen Krieg. Am besten stimmen wir ab. Wer ist für den? Ach, das ist ja eine Überraschung. Was macht ihr denn hier um diese Zeit? Wir bereiten uns gerade auf den Geschichtstest vor. Mhm, alle zusammen? Ja, wir dachten, wenn wir gemeinsam lernen, geht's leichter. Na, das ist doch eine gute Idee. Wenn ihr wollt, dann bleibe ich einen Moment und beantworte euch ein paar Fragen. Vielen Dank, aber das ist nicht nötig. Nichts für ungut, dann will ich nicht länger stören. Entschuldigung, ich konnte nicht früher. Ja, aber Franziska, bei mir musst du dich nicht entschuldigen. Um was geht's denn? Psst, erkläre ich dir später. Also gut, wer von euch ist für den Trojanischen Krieg? Hallo Henrik, kannst du mir mal eben helfen? Du bist echt meine allerletzte Rettung. Ja, was ist denn so Schreckliches passiert? Mir ist bei meinem Fahrrad die Kette rausgesprungen. Kannst du das nicht alleine? Nein, wenn ich es alleine könnte, wäre ich ja wohl kaum hier, oder? Ja, tut mir leid, ich kann ihn nicht weg. Und warum? Weil ich darauf warten muss, dass Max verliert. Und wo ist Max? Auf dem Klo seit genau 9 Minuten und 45 Sekunden. Verarschen kann ich mich auch alleine. Nee, im Ernst. Es geht wirklich nicht. Ich muss hier auf die Wahlurne aufpassen. Bitte. Bei dir geht das mit der Kette bestimmt auch ganz schnell. Okay, warte. Und 3, 2, 1. Ja, gewonnen! Wo steht die kranke Mühle? Draußen auf dem Schulhof. Achtung! Vorfahrt! Oh ja, Entschuldigung. So. Dann wollen wir mal. So. Na, komm schon. Ah, Schlitz. Schlitz, 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 wo habe ich denn den? Ah, der liegt wahrscheinlich noch in der Mensa auf dem Tisch. Den nehmen wir am besten gleich mit. Ich freue mich schon auf das Gesicht von Wölfchen, wenn er unsere Arbeiten korrigiert. Ich auch, aber jeder schreibt seine Arbeit, ist das klar? Aber alle zum Thema Trojanischer Krieg, oder habe ich da was falsch verstanden? Nein, das hast du ganz richtig verstanden. Und falls ihr noch Informationen braucht, dann könnt ihr gerne zu mir kommen. Alles klar? Einen Moment noch. Ich wollte euch noch was sagen. Ich mache das nicht mit. Alles wird gut, also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kings von morgen.